Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Nach dem vierten Fisch von Dirk habe ich beschlossen, dass wir jetzt einen neuen Blog anfangen. Die Fische sind zu geil, als dass wir da jetzt das ewig aneinander rein müssen. Es hat noch viel, viel Geiles. Wir werden jetzt noch mal im Aufzugteich weitermachen und dann werden wir rübergehen an den Jumbo-Teich. Mir ist schon Himmelangst. Ich hoffe, Dirk will nicht alle Fische messen, weil sonst bin ich morgen. Scheiße. Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Da ständig von unten hoch. Aber dank Stefan, und ich weiß, Stefan guckt sich auch die Blocks alle an, mein Rücken ist wieder absolut perfekt. Also ich kann wieder heben, machen, tun. Und wahrscheinlich ist es nächste Woche dann wieder so, dass ich wieder so einen Fuß hinterher ziehe. Das ist wirklich der Klassiker. So, wir bringen wieder Farbe ins Spiel. Waren hier Zuri aus der Auktion. Und die Auktion war 2020, war 51 cm. Dann hat Dirk bei uns zur Aufzucht gelassen. Da ist er auf 65 gewachsen und jetzt auf 71. Und für einen Hiyotsuri, der jetzt im Prinzip dreijährig würde, genau, ist das Wahnsinn. Er ist momentan 4 Jahre, genau. Er ist momentan ein klein wenig schlank. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Der wird auf jeden Fall auf 85 gehen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Hat jetzt nicht die beste Zeichnung, aber einen saugeilen Körper. Und das ist auch das Hauptkriterium, nach dem Dirk seine Fische aussucht. Und in einem hat er recht. Und das wird vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch schon festgestellt haben. Einen großen Fisch entstellt nichts, wenn die Keuter mal über 80 gewachsen sind. Dann haben sie die ewige Aufenthaltsgenehmigung und dann stört es kein Mensch mehr, ob da noch ein bisschen Schimmi oder irgendwas dazu kommt oder ein Kohaku ein bisschen Rot verliert. Nur er braucht noch ein bisschen Körpervolumen, aber ich bin mir sicher, schon nächstes Jahr sieht es hier ganz anders aus. Gefüttert wird hier übrigens nur Number One und nur Number One Sink, nichts anderes. So, im April diesen Jahres mit 70 cm genau gekommen, war auch bei uns in der Aufzucht und hat jetzt den Sprung auf 77 geschafft. Ne, der war nicht bei uns in der Aufzucht. Ein bisschen. Ein bisschen. 3 Wochen, nein, 6 Wochen, man nennt es auch Quarantäne. Habe ich gerade verwechselt, er kam mit 70 und hat jetzt 77 gemacht. Er hat ein bisschen einen kleineren Kopf, das ist vielleicht nicht von Vorteil, aber alle anderen Qualitäts- und Körperformkriterien sind perfekt. Dicker Schwanzansatz, schön hoch. Und vor allem überall rund, also nicht unförmig. Und da verspreche ich Ihnen, den werden wir über die nächsten Jahre sehen, wie er Stück um Stück auf die 100 zuwächst. Und der kleinere Kopf hat nämlich häufig nichts damit zu tun, wie groß die Fische werden, sondern nur mit der Wachstumsgeschwindigkeit. Aber 7 cm in einem Jahr ist trotz allem stolz. So, 4 Jahre und 87 cm war 81 cm. Ich wollte gerade noch einen Zentimeter dazu bescheißen, aber Dirks Freund Manfred ist hier wie so ein Notar, wo immer so, kennen Sie die Typen, die dann so aufs Maßband gieren, ob das auch wirklich alles so ist, wie man das jetzt sagt? Da haben wir ganz viele Kunden, auch wenn ich einen Fisch messe vor deren Augen, dann gucken die so ganz genau. Aber leider kann der Mensch immer nur eine Stelle fokussieren und dann sehen die Leute nicht, ob ich vorne noch eine Hand dazwischen habe. Spaß! Aber hier war es nicht so, der hat wirklich 87, hat 6 cm gemacht und das Geile an ihm ist, der hat, der ist erst 4 Jahre und ich habe gesagt, der geht jetzt hier in den Teich, dann sagt er, nee, der geht hier rein, weil der noch überhaupt gar keinen Ansatz zeigt, dass er dick werden könnte oder sonst irgendwas. Der ist einfach perfekt und im Vergleich zu dem vorher, Riesenkopf, ja? Und also auch geile Beschuppung, schönes Fukurin. Vorne, wie die Schuppenhaut oder die Schuppe einfassende Haut immer größer wird. Also mega, mega geil. So, wie viele haben wir jetzt? 3, einen machen wir für den Block noch. So, das ist ein Koi, den hat Dirk auch gekauft als Nisser, hat ein Jahr bei uns zur Aufzucht gelassen. Ein Deutz-Karaschi mit einer wirklich sehr geilen, fast schon perfekten Beschuppung. Rechts und links richtig gut, aber ist dann bei uns nicht gut gewachsen. Dann sagt er, bei ihm ist er auch nicht gut gewachsen. Ist ein direktes Geschwister zu dem Karaschi. Wagoi, den wir davor gezeigt haben. Und jetzt hat er aber als 4-Jähriger 77 cm. Das ist kein herausragendes Maß. Und ich sage Ihnen auch, der wird wahrscheinlich kein Meter, aber er wird 90, 95 auf jeden Fall. Aber 77 cm als 4-Jähriger Koi, da ist man natürlich schon natürlich ein bisschen verwöhnt hier, wenn man die anderen sieht. Auch das Volumen etc.
Aber das ist immer noch ein herausragend guter Koi. Also ich sag mal, viele wären froh, sie würden einen Deutz Karaschigoi dieser Qualität ihr eigen nennen. Aber das Verrückte ist, man kann jetzt auch gar nicht ausmachen, woran es liegt, dass er 10 cm weniger gewachsen ist als sein Wackelgeschwister, weil er hat keinen kleinen Kopf, er ist hoch, er hat eine gute Körperlinie, er wirkt lang, aber manchmal ist es einfach so. Aber 5 cm in einem Sommer ist auch alles andere als schlecht.